Ein herzliches Willkommen zu 4½ Ranger. Und ja, wir helfen immer noch ein bisschen am Flur aus, Steine kloppen. Beziehungsweise wir dürfen das mal testen. Hier ist noch einer. Oh, hier ist auch noch einer. Ja, das ist super. Das Geile war ja auch, hier war auch mein 80%. Transportauftrag. Ja. 80%, also das muss man was sein. Mhm. Ja, jetzt geht's auf die Suche. Ah, hier. Schau mal auf dein Navi. Genau hier. Beziehungsweise müsstest du mich noch sehen. Ja. mit übers Wasser oder so. Nee, rechts unten ist auch noch einer. Sehe ich von hier aus. Sehe ich das Fähnchen. Ja, machen wir es den zuerst. Rein ins Gemüse. Nee, brauchen wir nicht. Hier ist noch einer. Gott, beim Mathe. So. Und wie findest du das Kubota-Ding, das Spielzeug? Das ist gut. Schön, schön. Abgeschlossen. Mhm. Passt. So. Jetzt fliege ich genau davor, warte mal kurz auf mich. Ohne nicht. Ankurs vor meinem Na dann, rücken wir wieder ab. Hat doch Spaß gemacht, oder? Ja, schön zum Hämmern. Tschüss, Flo! Tschüss! Boah, schön, oder, Martin? Ja, wunderbar. Ja, super Autofahrer. Ach hier, schau. Vor der Tankstelle hat er gemeint. Da, nach der Tankstelle links rein. Stimmt, ich hätte mal rechts hoch sollen.
sind da vorne rechts hochgefahren. Hab ich doch gesagt, du Zipfee. Ja, super. Ey, Martin. Was denn? Wir fahren die ganzen Autofahrer mitten. Da fahren sie nicht über den Haufen. Ja, dann schuld selber dann. Dann selber zahlen sie dann schon. Zahl ich es nicht. Tipp finde ich. So, jetzt haben wir mehr Storne drin. Achso, halt einmal, hopp einmal. Ich fahr's mir gerade erst auf, ich muss nochmal wechseln. Machen Sie vor mir voran, ich fahr gerade geradeaus runter. Dann ist da eh auf der rechten Seite, Mann. Da beim Shop weißt du das eh. So, was machen wir jetzt mit dem scheiß Stor da? Da wo ist das? Da wo ich stehe hier rund. Fährst du mal einen Radlader schnell hinter dir, dann kommst du mal vierer. Oder lass ihn dabei da schnell stehen. Auf der Seite. Ich lass ihn da stehen. Fahr mal mit, jetzt suchen wir uns einmal schnell das Ding. Ja, das ist gesagt. Na, stellt mir so einen Radlader ab. Oh, nein. Oder nein? Jetzt packen wir schnell, fahren wir schnell. Jetzt hören wir uns diese Mal. Sollen wir Steine können, die nicht zufällig brauchen, oder? Ah, leider nicht. Leider nicht. Ich glaube nicht. Steine werden hier nicht angenommen. Ne, super. Man hat zwei gern. Da,
gleich laufen. Da gibt es Eisen hier. Ach schön. Schön. Da soll irgendwo der Gesteinsbrecher sein. Ah, dort hinten steht er. Hier oben so 10. Waren wir ja unten da? Ah, da, da, ja, da ist er. Ah, gut, das ist gut gesehen. Ja. Markus, weißt du, auf was ich Lust hab? Nö. Auf Stahlwerk. Mhm. Ich hab Lust auf Stahlwerk. Mhm. Ich schau jetzt einmal, was jetzt einmal die Bürgermeisterin dazu sagt, um uns ein Stahlwerk holen. Mhm. Und dann darf ich sagen, laden wir mal einen Radlader auf und fahren wir mal da rauf mit dem LKW. Genau. Laden wir mal Eisenerz auf und fahren wir in den Stahlwerk. Mhm. Muss ich mal schauen, ob den Stahlwerk schon etwas gehört, da unten. Was ist das da? Ist das Stahlwerk? Das ist nicht Stahlwerk, das ist Sägewerk. Da ist auch ein Sägewerk. Das ist weiter hinten. Wo ist denn das Stahlwerk? Da ist was. Ansiedlerhof. Ach der liebe Gott, wo ist denn das Stahlwerk? Ansiedlerhof. Waffelhut Süd. Zug nach Elm Creek. Mhm. Okay. Gesteinsbrecher. Das Bergwerk. So, wo ist jetzt das Stahlwerk? Stahlwerk, Sägewerk. Muss doch auch wo sein. Silver Run Market. Achterbahn. Schindelfabrik, Kunstfabrik, Fassfabrik. Wo ist ein Stahlwerk? Containerlagerhaus, okay. Ich finde doch kein Stahlwerk. Hm? Papierfabrik. Hallo? Ja. Weißt du zufällig, wo du das Stahlwerk ist? Gibt keins. Gibt keins. Du musst eins bauen. Eins bauen. Dazu brauchst du die Genehmigung von der Bürgermeisterin, der Frau Specht. Von der Frau Specht? Ja, von der Frau Specht. Okay. Na, da werden wir uns mal einholen. Wo ist das Bürgermeisteramt hier? Wo waren das nochmal? Wo früher mal das Hotel war. Also da steht zwar noch Hotel dran, das ist aber das Amt. Wenn ich das auch mal wüsste. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, wir sind hier hin. Ach du lieber Gott, das ist total verkehrt. Markus, da geht's auch weiter. Oh, da geht's weiter. Die Bergtour mit uns gut geht. Mhm. Auf wie man mit der Bürgermeisterin rein, oder Martin? Ja. Wahrscheinlich was da rot Ding stehen.
Ja, Gräbe, ja. Ganz nass. Und Martin. Riesen-Mammut-Mann. Mhm. Ja. Sei lieber pünktlich bei ihr. Hey, das ist wirklich wichtig, darauf achtet die Dame. Sag mal, kann man die Riesenmammutbäumchen auch mit dem Prozessor bearbeiten? Wie mit dem Prozessor bearbeiten? Ja, mit den Prozessorgreifer da, mit dem Backer. Nee. Nicht, schade. Nee. Die sind so dick, da geht nichts drum, außer vielleicht der Radlader. Ein Durchschneiden geht nur mit der Kettensäge. Ja. Ja. Sonst hätte ich mir das Wäldchen da oben geholt mit dem Riesenmann bekommen. Fahr mal zu der Bürgermeister hin. Tja, aber die ist selber wissen, wo das ist. Hotel. Mhm. Flo, glaube ich, weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es noch. Wo ist denn das? Wenn du in den Ort rinkimmst, die erste links, kurz bevor du zur Bodenbelagsfabrik kimmst. Mhm. Da fährst du gerade außen, dann fährst du da die erste nach links rin. Ja, da steht zwar Hotel und so weiter, aber die haben schon gesagt, das ist das Amt. Hat mich auch erst ein bisschen gewundert. Aber das ist das Amt. Die sind halt in ein Hotel umgezogen. Beziehungsweise die haben sie nicht renoviert. Genau. Ja, Wahnsinn. Ja. Links hat er gemeint. Oh, jetzt kommt er da links. Hotel. Ah, da steht klar. Verkehrt. Ich glaube, das sind wir verkehrt. Warte mal. Das schaut fast aus wie so ein Hotel da, gell? Mhm. Mhm. Doch gerade aus raufkommen. Schauen wir mal. Ja. Ach und Martin. Ja. Geh da nicht unbedingt mit deine dreckigste Stiefel rein, das mag die auch nicht. Das hab ja, ich schon gebracht, den Gag. Wir finden es nicht einmal. Ja, ich komm gleich runter, dann zeige ich es euch. Ja. Muss nur noch gerade fertig werden, die Verlade. Silver and Fire and Rescue, ja, da waren wir schon. Warte mal, stellen wir mal den LKW rüber, das kostet zu viel Sprit. Nimm das Auto. Hey, Markus? Mhm. Da wird sich doch wundern, was der jetzt gerade hat. Mhm. Ich sehe. Gesehen. Mhm. Jetzt müssen wir mal schauen.
Was tuschelt ihr da schon wieder? Nix, nix. Ich höre euch immer noch im Funk, ihr Zipfi. Nix, nix. Wir haben gesagt, dass wir so viel Holz haben zum Abwehren. Genau. Na jo. Immer her damit. Kommst du da rein? Ey, wieso kriegen wir die nicht rein? Ey, weiß ich nicht, da wird er gleich verkauft. Der Weicherwagen war das, wo meine kommen. Warte mal. Ey, warte, ich hab mich verdrückt. Verdrückt? Jetzt. Ghetto. Also brauchen wir nicht verkaufen. Nächstes Jahr mal mobiler und wendiger. Ja, ja. Warte, schauen wir noch ein bisschen durch da. So, das ist der Bahnhof. Na gut, machen wir mal kurz hier was. Juhu! Ach, da geht's schon wieder ins Holz. Ich hab gesagt, wie heißt die Nummer jetzt? Was ist das? Wasserwerk. Ich denke auch keine Hut, weil ich kann nichts machen. Da waren wir doch wo? Ja, da waren wir schon richtig, aber stehen nicht einmal im Hotel, oder? Nee. Noch so, Unterlagen. Wie heißt es die nochmal? Das ist die Frau Specht. Die Frau Specht. So solltest du aber garantiert nicht bei die Dame reingehen. Ja, Moment. Sie schickt dich gleich wieder raus. Moment mal, Jungs, komplett die Holzfälle. Muss auch noch gerade die Schuhe ändern. Ich habe keine Weine. Ja. Warte mal, ich brauche Marschieren wir gleich mit allem Mann da dran, ey. So, Privatoutfit. Markus, du müsstest dich auch eigentlich mal kurz umziehen. Oder du musst grad draußen warten. Markus, du warte mal. Dann war das da draußen. Dann warst du. Ist ja kein Thema. Ich hab das Satzzeug dabei. So, geht schon los. Es ist jetzt drauf auf September. Das ist schon warm. Braun bist du wahr. Ja, bis dann. Mach mal Urlaub. So, die Frau Specht. Frau Specht. War das.
Ja, klopfen wir mal an. Guten Tag. Guten Tag, Frau Specht. Hier noch die Unterlagen für Sägewerk, die Sie haben wollten. Ach, und hier wären Unterlagen für ein Stahlwerk. Oh, genehmigt. Dankeschön. Aber du, wo willst du das hinstellen? Tja, ich denke mal bei uns. Ist das ein großes Ding? Das ist schon eine Fabrik. Ja, ich schau mal, weil das ist ja jedenfalls genehmigt. Hast du mal in das Ding drin gekriegt, diesen Katalog? Warte mal, ich habe den Wisch irgendwo dabei. Ach, hier, Baukarton. Das ist Production wahrscheinlich. Ja. Bei Fabriken. Eisenschmelzofen. Eisenschmelzofen. Da kannst du mal angucken, was das für ein Apparillo ist. Ja, das geht. So schlimm ist jetzt auch wieder. Wenn du gewiss in die richtige Richtung. Eisenschmelzofen. Ah ja, das können wir. Ich schaue mal unten nochmal an. Ajo. Ah, das ist aber eine nette Frage, ja? Gell? Halt jetzt. Eine nette Frage, gell? Jo. So, dann. So, bis dann. Macht das gut, ich mache es besser, ne? Tschüss. War aber doch schon richtig manche, ja, weil ich die kann immer mal drin dran. Ne. Hoppala, hoppala. Ach, da unten hat er die Pflanzen. Ja, schön, da steht der Baumstumpf. Genau da steht der Baumstumpf. Oh ja. Und da ist auch noch einer. Hischa! Ja, ist so da. Hischa! Zum Wohl. Das war es, liebe Leute. Danke. Also da war auch noch einer, ich war nicht vorne. Da ist er noch nicht. Ja, dann fäll ich noch ein paar Bäume. Und für die Leute im YouTube. Was ist dann erstmal für heute? Ja, ich weiß es noch wird mit unserem Vorhaben hier. Das gucken wir dann die nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Und ciao. Tschüss.